Schlafi, 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 schlaf. Flup. So. Richtung Extremhills, oder? Ja, wie du willst. Okay, das ist Richtung Nordosten, wenn mich die Karte nicht verrät. Ah, Da gerade lang. habe ich ein bisschen Lag. Da lang. Ja, aber hier auf der Seite kommen wir besser aus der Höhle raus. Vorsicht, ich höre ganz viele Monster. Ja auch. Richten wir gleich mal eine Spinne, die tot ist. Sehr gut. Nichts gedroppt hat. Wir müssen hoffen, dass wir auch mal Baumwollpflanzen finden, weil dann können wir uns nämlich Fäden auch anbauen. Dann Ich müssen hab wir Fäden. nicht. Dann müssen wir nicht hunderte von Spinnen töten. Für Fäden. Ja, ich hab Fäden. Warte mal, Ja. ich baue mal Aber ja schnell. nicht ein Stack oder so für einen Rucksack. Nee, aber ich baue mal schnell einen Bogen. Naja, mach das. Hast du überhaupt Pfeile? Ja, ich hab fünf. Ach so. Ich kann sogar zwei Fäden, zwei Bögen basteln. Ich habe eine Kuh getötet. Sind noch zwei Stöcke für mich? Ja, die zwei, die du vorhin liegen gelassen hast, weil du der Meinung warst, sie nicht zu brauchen. Ja, bewirf mich mal. Schitteböen. Danke. Da geht's nicht lang. So. Tja, irgendwie ist hier nur Wald, aber ganz ehrlich, wenn du hier langläufst, dann weißt du, warum wir da ein Monster spawnen. Kannst nicht nach oben gucken. Vielleicht hätten wir unsere Basis oben auf den Blättern errichten sollen. Ja, ist ja jetzt auch was. Aber das Problem ist, da schießen die blöden Skelette ja auch hoch. Eine Kuh. So, ich glaube, ich werde mal noch so einen Pilz abbauen. Hast du noch irgendwelche Pilze? Ich hab noch braune. Ah, praktisch, ich baue nämlich Also gerade ein runter. braunen. Ein braunen. Naja. Weiß nicht, Vielleicht auch, wo du bist. finden wir ja irgendwo noch einen braunen. Oh, was war das? Ich. Junge, ich habe mich so erschreckt. Ich habe die Pilze aufgesammelt. Sehr gut. Ich bin ein Oh, ein Zombie. Zombie. Du hast keinen Hut, du bist uncool. Aber So. noch keine sehr extremen Hills. Nee, das ist nur der Beginn. Ich sehe jetzt schon extremere Hills. Ja, ich auch. Ziemlich geil. Oh, davon sind Ponys. Ein Pferd! Ich habe Karottensamen. Reichen die? Ich vermute nein. Guck mal, ich habe euch Karottensamen mitgebracht. Hehehe. Kannst du das Zuckerrohr mitnehmen? Jo, oder habe ich noch Platz? Ich habe genau keinen Platz. Ich lasse die Spinnenaugen liegen. Ich denke sowieso, wir lassen die liegen. Ja, aber die habe ich aufgenommen, weil du die Spinne getötet hast und dann habe ich das mitgenommen aus Versehen und... Wind? Bitte? Wind? Flint habe ich nicht, nein. Pfeil machen können. So, na guck mal, das sieht auch schon fast nach meinem Geschmack aus. Oh, warte Echt? mal, Das ist hier ein bisschen ist... langweilig. Fast. Ich möchte erstmal auf die andere Seite der Berge und dann gucken. Ja. Wenn's gut ist, dann schwebt mir sowas vor, wo ich in einzelnen Bergen drin so kleine Höhlen bauen kann und dann kann ich die zwischen den Bergen so mit kleinen Brücken verbinden. Nicht schlecht. Das stelle ich mir ganz neckisch vor. Ich mag Appetiterz nicht. Denkt immer, man hat Diamanten gefunden. Ich habe Oh. ein Ich glaube, Problem. du hast was gefunden, wo du deine Scheiß bauen kannst. Mal hier hoch. Warte. Wo bist denn du? Bumm. Ah, da. Ja. Ich gehe mal hier drüben. Hier lang. Eragon gelesen? Nein. Hier wäre der Ort, an dem die Zwerge wohnen. Geile Scheiße. Ah, oh, hier baue ich. Vor allem gleich mit Blick auf die Ölquelle. Wie geil ist das denn? Da baue ich eine richtige Ölplattform drauf und dann kommt da eine Pipeline drüber. Das könnte auf gleicher Höhe mit diesem Bergvorsprung liegen. Ja, das passt ganz gut. Ihr seht, voll in seinem Element. Das wird cool, oder? Wenn Ich wir denke nur, boah, geil, was ist da hinten? Nun mit Hut! Ach, scheiße.
Aber ich will schneller. Aber das Fleisch kann ich nicht einsammeln, weil ich nur gekochtes habe. First World Problems. Tja, wenn du mir das gekochte Fleisch gibst, ich kann es essen. Wie viele Dings hast du? Zweieinhalb. Auch. Du willst mich verhungern lassen. Ja. Na gut, dann esse ich jetzt halt meine Pilzsuppe. Ich habe jetzt drei. So. Jetzt habe Dann ich wieder lasse einen ich dir Platz den frei. ganzen M-Ball sowieso mal hier, wenn du sowieso hier bleiben willst, ne? Ich weiß noch nicht, wo ich bauen möchte. Ich glaube, ich werde mir erstmal provisorisch hier so eine kleine Basis aufschlagen, wo ich so ein paar Sachen aufbaue, vor allem Kisten und so ein Zeug. Und irgendwann mache ich es mir da gemütlich. Ich denke, ich werde mir hier einfach mal. Warte mal, ist das hier dieses Loch? Ja. Da ist noch ein Lavafall auf der anderen Seite, den habe ich gar nicht gesehen zuerst. Noch einen Hut. Junge, ich habe einen. Mit F5 konnte man Warte. sich von außen angucken, ne? Diese komischen Dinger da. So, ich baue mir jetzt mal gleich hier noch ein paar Kisten. Oh, warte mal. Bitte? Süß. Herrlich. Guck mal, Hannes. Das ist das Coole an den Crafting Stations. Benutzt die Daran mal. cool. Oh, geil. Wo ist der Ofen? Da. Überhaupt eine Crafting Station? Mit einer Crafting Box einfach. Crafting. Ich hab noch ein Crafting Table. Ja, meine ich doch. Das packst du in dein Crafting-Feld rein, dann kriegst du die Crafting Station. Und wenn du die Crafting Station nochmal reinbaust, dann kriegst du was genauso funktioniert wie eine Crafting Station, aber aussieht wie eine Half-Slab. Finde ich persönlich aber jetzt erstmal hier nicht so schön. So, ich glaube, ich werde jetzt erstmal mein ganzes Zeug auskotzen. Die Metalle mal bitte noch nicht einschmelzen, da habe ich hochfliegende Pläne mit. Ja, ich koche eigentlich erst. Es sei denn, wir brauchen jetzt irgendwas dringend oder so, dann gerne. Ich habe hier noch Raw Beef ein bisschen und die roten Pilze, die ich habe. Ja, Gummiholz. So, ich glaube, ich werde jetzt hier schon mal reingucken. Learning to Tinker, genau das wollte ich haben. So. Ich werde jetzt hier erstmal nicht viel zu diesem Mod erklären. Ich denke, dass dieser Mod wird sich von selbst erschließen, wenn ihr ihn ein bisschen gesehen habt. Hardcrafter Patterns. Ach du Scheiße. Davon brauche ich auf jeden Fall erstmal ein paar. Eine Handvoll Stöcker. Dann machen wir das so. Oh. Scheiße. Dieser Moment, wenn du denkst, ach komm, machst du mal 10 Stück und dann stellst du fest, Scheiße, du machst 4 Stück auf einmal, jetzt habe ich 40. Aber gut, es sollte verkraftbar sein. Wie war das so? Genau, Stencil Table. Oh, jetzt habe ich das Buch Volume 2 bekommen. Raw Mutton. Schaffleisch. Toolstation. Und eine Pattern Chest brauche ich noch. Ich Die habe übrigens jetzt auch hier. noch ein Stück Wolle geerntet. Ah. Oder auch nicht offensichtlich, weil das Schaf hat mich zwar gekillt, aber ich habe trotzdem keine Wolle. Ich habe hier noch zwei Wolle in der Kiste drin. Also wenn dir das Ja. reicht, dann. Es gibt hier Nee. übrigens in jeder Kiste oben diese Sortierdinger. Die kannst du auch. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ob du diesen Mod schon mal gesehen hast. Tinker's Weaponry. Naja, das werde ich mir vielleicht immer durchlesen, wenn ich nicht aufnehme. Und dann nur die wichtigsten Sachen erzählen. Ansonsten wird das, glaube ich, auch ein bisschen viel. Hast du noch einen Baumstamm? Nee, gerade nicht, aber ich kann dir einen mitbringen gleich. Na, Geht, warte mal, wenn du ich noch ein guck Schaf mal, töten. vielleicht geht das auch. Nee, mit Rubberboot geht's nicht. Also wenn du einen findest, wäre cool. Ansonsten mache ich das. Ach, weißt du was? Ich fäll mir einfach selber einen Baum. Bisher ist nicht mein Holzsklave oder so. Es Dir sei doch denn. einfach mal einen Baum, du faule Ratte. Es sei denn, du reißt dich drum, dann kannst du natürlich gerne mein Holzsklave sein. Ich baue jetzt hier einen Baum ab. Na, ich baue jetzt hier auch einen ab. Wenn Wow, Tinker das so Wetter geht läuft, echt schnell. wie ich mir das vorstelle, dann haben wir bald eine Lumber-Ex. Mit der baust du den untersten Block ab und dann fällst du den ganzen Baum. Vorausgesetzt, du hast noch genügend Haltbarkeit drauf. Das ist wie bei Ace of Spades. Ja, so ungefähr. Ich habe jetzt Wolle. Ace of Spades kann man auch mal wieder spielen. Das war witzig. Ja, So. stimmt. Partbilder. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich jetzt alles gebaut habe. Ich weiß nur, dass ich das alles brauche, aber ich muss erst mal gucken.
So, wir haben eine Pattern Chest, die kommt nach dort. Dann habe ich ein Stencil Table, einen Part Builder und eine Tool Station. So, wie läuft das? Die Pattern Chest, da kommen Patterns rein, die man irgendwie benutzt hat. Ich kann hier, ich habe ein Stencil Table, da kann ich die Patterns reinpacken und kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte hier so eine Tool Rod haben, also einfach so einen normalen Werkzeugstiel. Und dann kann ich mir hier so ein Pattern davon machen. Dann machen wir hier meinetwegen noch so einen Spitzhackenkopf. Zack. Und ja, sollte erstmal. Aber ich glaube, so ein Tool-Binding brauche ich auch noch. So. Das kann hier in die Pattern-Chest rein. Da hat man das hier so als Vorrat liegen. Ich lege mich mal kurz schlafen. Und der Ja, Trick ist könnt ihr jetzt, dass man hier schlafen? diesen Part Builder hat. Und in dem Part Builder kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich packe hier das Muster hin und kann hier Cobblestone hinpacken und kann mir dann hier von dem entsprechenden Pattern, was ich mir gebaut habe, mit dem Material, was ich gewählt habe, hier so ein, zum Beispiel so ein Steinspitzhackenkopf bauen. Klack. So, der hat eine bestimmte Haltbarkeit, einen bestimmten Mining Speed, bestimmtes Mining Level. Und Stonebound ist noch so eine Fähigkeit, dass die Spitzhacke in dem Fall umso schneller arbeitet, je kaputter das Ding ist. Das ist nochmal so ein schöner Bonus. Bei Waffen ist das aber umgekehrt. Wenn eine Waffe diese Eigenschaft hat, dann macht die umso weniger Schaden, je kaputter sie ist. Das heißt, man sollte aus Stein mit diesem Mod zum Beispiel nur Werkzeuge machen, aber keine Waffen. So, den Rest mache ich mal aus Holz. Ich Hat er weiß einen gar Huhn nicht. gejagt und erlegt. Sehr gut. Angeschlichen. So, dann mache ich Da mir noch war. so ein Toolbinding. Das ist, glaube ich, das macht gar nichts. Da muss ich mich nochmal belesen. Und dann haben wir hier noch das. Da ist jetzt der Stock übrig. Das ist jetzt die Wooden Tool Rod. Da seht ihr jetzt hier Durability Modifier einmal. Das heißt, ja, ist quasi einfach ohne Modifier. Wenn ich Cobblestone benutze, dann habe ich einen Durability Modifier von 0,5. Das heißt, wenn ich Werkzeuge mit einem Steingriff mache, dann haben die nur die halbe Haltbarkeit. Wollen wir natürlich nicht, deswegen nehme ich Holz. Kann Wo man geht das fließende jetzt Lava nicht? zum Stehen Achso. bewegen? Wenn du was davor baust. Also Ja, ich ich. weiß nicht, das ging halt bei Minecraft früher nicht. Wenn du was davor baust, dann fließt die trotzdem einfach. Achso. Was meinst du? Also du meinst, dass die Lava sich unten nicht mehr bewegt? Genau. Nee, das Brauchst geht du nicht. Uran? Das geht nicht. Wenn du es abbauen kannst, kannst du es abbauen. Aber ich glaube, das werde ich erstmal nicht benötigen. Es ab. Also man kann sich ein Atomkraftwerke bauen, aber das ist sehr, sehr umständlich. Und ich bin dann lieber der, der sich ein paar Solarzellen baut, weil das einfacher ist Oh, und das irgendwie ist auch einfach cooler. mal cool. Ja, sicher ist. Atomkraftwerk zu bauen, hallo? Naja. Mal gucken. So, und dann sind wir hier in der Toolstation und da klickt man dann auf das Werkzeug, was man basteln möchte und dann kann man sich hier entsprechend die Teile zusammenbasteln und kriegt das fertige Werkzeug, in dem Fall eine Stone Pickaxe. Und das Witzige, was unterscheidet das jetzt von meinen normalen Pickaxes, das ist, dass ich jetzt hier beim Reparieren einfach die Stone Pickaxe reinlegen kann, hier Cobblestone reinlegen kann und dann kann ich die Hacke direkt mit Cobblestone reparieren. Das wird nachher umso witziger, wenn man andere Werkzeuge hat, die man dann auch so einfach reparieren kann. So, dann können wir zum Beispiel mal schauen, ob wir hier die Lumber-Ex schon haben. Nee, die Lumber-Ex gibt's noch nicht. Das heißt, dann brauche ich nachher noch das fortgeschrittene Ding für, aber da brauche ich erst ein paar Metallblöcke. Das ist also was für später. Aber es gibt hier sozusagen noch so ein bisschen Werkzeuge. Es gibt eine Bratpfanne, mit der kann man irgendwie Gegner stunnen und Essen kochen. Ansonsten verschiedene Nahkampfwaffe, Dolche, Langschwerter, Breitschwerter, Schilder, mit denen man Leute hauen kann und was weiß ich nicht alles. Hier gibt's noch einen Kurzbogen und Pfeile und Wurfmesser und einen Wurfspeer. Nee, doch nicht Wurf, doch Ranged Melee Weapon. Ach, Hybrid, okay. Geht also beides. Na gut. Hannes, möchtest du einen Wurfspeer haben? Ja. Wenn so fragst. Warte mal, lass uns auch mal warten, bis ich da noch ein bisschen besseres Material habe, weil aus Stein ist es Kacke, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die kaputt gehen.
Wir haben Eisen. Warte mal, ich guck mal in dieses Buch hier rein, was hier noch so ist. Hier, das ist Toolforge. Dieses Ding braucht man nachher, um die fortgeschrittenen Werkzeuge zu bauen. Das sind vier Metallblöcke. Da gehen alle möglichen Metallblöcke. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Goldblöcke nehmen würde, würde das Ding entsprechend golden aussehen. Ich werde wahrscheinlich Alu nehmen, weil das, glaube ich, das billigste Material ist, was ich momentan habe. Aber trotzdem brauche ich davon halt vier Blöcke. So. Und ansonsten gibt es hier noch so einen Haufen Dinge. Das müssen wir später machen. Das auch. Das sind noch irgendwelche Modifier, die wir jetzt erstmal nicht brauchen. Dann müsste das hier in diesem Buch sein. Ja, hier sind die ganzen Werkzeuge beschrieben, was die machen und was man dafür für Sachen braucht. Es sind zum Beispiel auch die ganzen Schwerter beschrieben, was man machen kann. Es gibt hier zum Beispiel mit dem Langschwert zum Beispiel kann man sich auf so ein Ziel draufstürzen. Das ist genau wie der Demoman-Charge bei Team Fortress. Und solche Sachen. Gibt also hier ganz witzige Sachen. Hier ist die Lumber-Ex, von der ich gesprochen habe. Und ich weiß gar nicht, ob der. Nee, der Speer könnte in diesem Waffenbuch drin sein. Und dann sind hier halt noch die ganzen Materialien beschrieben. Sozusagen, welche Haltbarkeit sie haben, welchen Handle-Modifier sie haben. Und alles solche Sachen. Mining Speed ist alles geklärt. So, müssen wir jetzt aber erstmal nicht weiter. Ach, warte mal, ich wollte nach Eisen gucken. Also das Problem ist, ich weiß nicht, ob dieser Speer kaputt gehen kann. Also wenn der langsam kaputt geht, dann haben wir das Problem, dass man den dann auch nur mit Eisen reparieren kann, wenn man ihn jetzt aus Eisen baut. Das ist halt ein bisschen blöd. Ich weiß auch gar nicht, ob man diesen Stonebound Modifier irgendwie wegmachen kann. Es gibt nämlich Kaktus, man kann auch aus Kakteen Werkzeuge bauen. Und die haben nämlich genau das Gegenteil jacked. Das ist bedeutet, dass wenn es kaputter wird, es nicht mehr so schnell abbauen kann, aber dafür mehr Schaden macht. Das ist also besser für Waffen. Und ich weiß nicht, wenn man das benutzt und Stein, was dann rauskommt. Ob sich das gegenseitig aufhebt oder keine Ahnung, müsste es eigentlich. Hier gibt es noch Flint. Ich kann dir auch was aus Flint bauen. Hast du Flint? Kaktus. Nein, natürlich nicht. Aber ich kann mal gucken, man kann hier auch irgendwie Pfeile bauen. Ja, ich habe gerade welche gebaut. Pfeilkopf, und Arrowshaft und Fletching. Habe gerade welche gebaut. Ja, aber man kann auch mit Tinker irgendwelche bauen. Ich weiß aber nicht, ob die mit den, ich weiß nicht, ob die mit den normalen Minecraft-Pfeilen kompatibel sind. Das muss ich mir alles mal irgendwann angucken. Naja. So, dann gibt's hier noch haufenweise andere Sachen. Man kann sich zum Beispiel hier auch Silk Touch machen, was ziemlich cool ist, weil man dann nicht mit Glück verzaubern muss, sondern man baut sich das einfach selber. Das Problem ist, dass man dafür einen Smaragd braucht. Und ja. Ah, hier steht er. Da ist der Speer. Wurfmesser. Speer. So, mittlerer Schaden als Nahkampfwaffe. Wenn man ihn wirft, macht er ganz viel Schaden. So, man kann aber nur weniger tragen. Projektile. Ach, hier wird das mit den Pfeilen geklärt. Das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Wie gesagt, das mache ich später. Wir müssen jetzt hier nicht die ganze Aufnahme mit Gucken verbringen. So. Ich würde den Speer irgendwann später machen, Hannes, wenn das okay ist. Ja, Dann klar. hast du einen besseren. Oh, Cleanstone. Gute Idee. So. Habe schon eine schöne Idee für dein Ding hier, für das Loch, für Okay. das Klo. Erzähl mal. Dachte, ich baue, deswegen habe ich auch Cleanstone geschmolzen, weil ich habe mich ja jetzt selber schon in der Treppe hochgebaut. Ich dachte, ich baue einfach so eine Treppe drumrum, die sich quasi als Teil des Ganzen runterwindet. Verstehst du? Ja, das ist cool. Du kannst dir vielleicht so bauen, dass das den Lavafall ein bisschen umgeht, falls man von der Treppe runterkommt, dass man nicht gleich verbrennt. Ja, ich wollte hier starten Ich und kenne mich. dann wird die wahrscheinlich einfach nur. Aber die wird dann höchstens so auf der gegenüberliegenden Seite ankommen oder so. Ja, mehr wirst du wahrscheinlich brauchen. Nee, finde ich gut. Willst du Cleanstone nehmen oder willst du Ja, Stonebricks ich wollte oder den sowas? Cleanstone mitnehmen, falls ich zu viel abbaue. Ach so. Weißt du? Ach so, also nicht als sichtbare Treppe, sondern wirklich nur als Pfad in den Berg reingeschlagen. Ja, genau. Okay. So.
Was mir gerade einfällt, also ich persönlich bin jetzt hier gerade an so einem Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ich die Aufnahme unterbrechen könnte und später weitermachen könnte. Und ich Ist auch sehe auch gerade gerade mit Blick perfekt auf die die Uhr, Zeit. dass es um 7 ist und da wir ja um 7 zum GTA-Spielen verabredet sind, denke ich, war es das für heute, Freunde. Und wir sehen uns dann in einer späteren Folge wieder und dann werden wir hier anfangen, richtig loszubauen, nachdem wir hier das Survival-Chaos ein wenig überstanden haben. Genau. Mir fällt übrigens ein, Hannes, wir müssen uns um Essen kümmern, ansonsten verhungern wir hier oben auf dem Steinplateau. Hier dahinter sind Viecher. Guck mal, hier hinten. Echt? Na, hier sind Hühner rennen hier rum. Schafe habe ich hier gesehen. Das ist nochmal richtig. Ja, die Ebene tut ja weh anzuschauen mit den ganzen bunten Blumen da drauf. Voll hübsch. Ja, das ist hübsch, aber es ist ganz schön bunt. Oh, Hannes? Ja. Siehst du diese Ritter da vor unserer Tür? Ja. Leg dich nicht mit denen an, die machen dich eisekalt. Was? What? Das ist irgendeine Kultstätte, da gibt es irgendwelche Zauberer mit Nahkampf, mit Fernkampfangriff und dann gibt es diese Ritter. Und diese Ritter, die machen dich gefühlt mit einem Schlag tot. Ich glaube, dieses Ding kann man irgendwann mal looten, wenn man entweder eine ganz witzige Strategie hat oder wenn man Ja, richtiges Abenteuer und haben was? will. Also, und die sind aber nicht aggressiv, solange man sie nicht angreift. Solange du nicht in ihre Nähe kommst. Okay, und was ist das da ganze, das da hinten auf der Ebene? Das ist so ein Stein, so. Wenn du das meinst, was ich denke, dann ist das irgendwelcher Kies, Metallkies. Könnte Okay. Zinn sein von der Färbung her. Den kannst du mit einer Schaufel abbauen, der funktioniert dann genauso wie ein Erz. Okay. Ich habe schon ein Also. bisschen Kupferkies mitgenommen, als wir unterwegs waren. Goldkies habe ich auch schon gesehen, aber da braucht man eine Eisenschaufel mindestens für. Okay, dann bauen wir beim nächsten Mal weiträumig einen Zaun um diese Kultstätte, damit wir da nicht versehentlich zu nah rangehen. Vor allem braucht man eine Mauer hierhin, falls wir wirklich die aus Versehen triggern, dass wir uns verstecken können, ohne dass die hier in die Basis gelaufen kommen. Okay. Oh, da kommt noch ein Zombie hoch. Gut, Gleich dann. nochmal ein Zombie-Gehirn bekommen hier. So. Glaube, wir haben Zombie-Gehirn dagelassen. Ja, kann sein. Nein, ich brauche die auch jetzt noch nicht, aber wenn ich mit Farmcraft irgendwas mache, dann sind die, glaube ich, für irgendwas gut. Keine Ahnung Okay. wofür. Übrigens liegt hier noch ein Bogen in der Kiste für dich. Ja, danke. Nicht, dass du Pfeile hättest, aber egal. Dankeschön. Noch ein Zombie. Was ist denn hier los? Ist hier irgendwo ein Höhleneingang in der Nähe? Klingt ja fast so. Wir hören jetzt auf. Ja, genau, wir hören jetzt auf. Und genau, beim nächsten Mal geht's weiter und dann wird das hier alles richtig cool bestimmt. Genau, dann sage ich schon mal Tschüss, indem ich hier ein Bett hinstelle. Und ich Ciao. sage Tschüss, indem ich auf die Aufnahmeende-Taste drücke.